Hi Leute und recht herzlich willkommen bei der nächsten Folge Akipas Trip. Ja, ich freue mich schon drauf. Echt, das Spiel macht bisher sehr viel Spaß und ich sehe da noch sehr viel Potenzial. Ich meine, ihr seht es allein im Menü. Das Spiel hat offenbar noch sehr viel Umfang. Das freut mich, das freut mich. So, ich denke mal, wir machen es immer so am Anfang der Folge, wo ich die Blitter und die E-Mails nachlese. Ich erwarte Großartiges von dir. Du hast wirklich beeindruckende Fähigkeiten. Ich war in der Arena während den normalen Öffnungszeiten der Geschäfte und dann kannst du jederzeit vorbeikommen und eine Challenge annehmen. Und hier gibt es ein paar der Basic-Regeln. Die Arena ist Rank-based, also je mehr ich gewinne, desto höher werde ich gerankt. Ich werde immer mit Kämpfern meiner Klasse konfrontiert. Ein Gewinn gibt mir immer ein bisschen Geld und es gibt keine Gebühren oder sowas, um teilzunehmen. Ich muss nur meine Passion mitbringen. Also irgendwas ist passiert. Ich erzähle dir die Details nachher. Also komm bitte sehr schnell zurück zur Bar. Oh, okay. Das sollen wir dann gleich tun, ne? Aber da gibt's nichts Neues. Was ist das eigentlich? Ah, ich weiß, dass man hier die Dings, aber habe ich ein neues Smartphone? Ah, ja, Tatsache. Boah, das sieht cool aus. Why not? Cool. Also, überhaupt mal cool, dass man das machen kann, ne? Das sieht man selten in einem Game. Yep. Why not? Why the hell not? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zurück. Wir können uns später noch um die Arena kümmern, ne? Och, was war das? Ich habe in keine andere Richtung gelenkt, aber okay, Game. Das denkst. Also ich werde mir auf jeden Fall ordentlich viel Ausrüstung so ansammeln. Einfach, dass ich ab und zu mal wechseln kann. Das sieht nämlich sehr cool aus. Schoolboy. Kann ich eigentlich... Ah, schade. Ich dachte, ich könnte jederzeit in Kampfstimmung gehen. Interesting, okay. Achso, überall da, wo in drin steht, kann ich rein. Das macht dann sogar tatsächlich Sinn, ne? Verkaufen wir erstmal alles, wovon wir mehrere Dinge haben. Kann ich mehr verkaufen, als ich... Nein, okay, sehr schön. Ich kann nur verkaufen, was ich nicht ausgerüstet habe. Werde ich natürlich nicht verkaufen, wenn ich nur eins von den Dingern habe. Deswegen immer das Geräusch. Tut mir leid. Achso. Ah, hier sieht man. Oh, es gibt also Unterschiede bei den Plastikbats. Okay. Interesting. Das heißt, das ist ein anderer. Als der hier. Okay. Gehen die kaputt? Keine Ahnung. Soll ich den überhaupt verkaufen? Ich meine, das ist eine andere Waffe, ne? Lasst mich mal ganz kurz hier schauen. Was ist der Unterschied? Ich habe hier offenbar auch noch... da. Ist derselbe. Okay, dann kann ich ihn verkaufen. Lalalala. Das war jetzt vielleicht ein bisschen... Bäh. Roundabout, something like that. Huch, so. Gut, dann verkaufen wir den mal. Kostet auch genauso viel. Interessant. Kann ich wohl auch die hier verkaufen, ne? Ich hoffe, ich verkaufe nichts, was tatsächlich unterschiedlich ist. Nein. 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 Ich sehe leider nicht vorher, wie viel ich davon habe. Deswegen kann ich da wenig gerade machen. Nein, nein. Huch, so. Und auch nicht. Oh, ich kann das noch einsetzen, ne? Habe ich das vorher nicht eingesetzt? Das hätte mir vielleicht im Kampf geholfen. Ups. Euch ist das vielleicht aufgefallen, ne? Achso, da komme ich auch ins Menü. Okay. Ja, nur weil sich wundert, was ich gerade rede. Links, die linken Tasten da, die man sieht. Also das hier, Fotos und sowas. Und To-Do-Liste. Kann man auch über Sticky-Kreuz machen und nach unten geht es eben auch ins Menü.
Was ein bisschen besser gelegen ist als die Options-Taste. Um ehrlich zu sein. Von dem her werde ich das wohl oft benutzen. So. Items. Ah, es gibt Usable. Okay. Okay, gerne. Shorts. Normal Experience has increased. Okay. Oh, es gibt sogar... Achso, das sind Key-Items. Okay, Useless Items, Usable Items. Okay. Gefällt mir. Was haben wir hier in Status? Hier kann man meinen Status checken und meine Skills ab... gucken. So. Oh, wenn ich von irgendwas 100% habe, dann kann ich das Kleidungsstück, ohne es zu zerstören, entfernen. Und dann kriege ich's. Cool. Level 2. Okay, es gibt also nur Attack and Defense von den Basic-Dingern. Equipment, Strip Skills. Dafür gibt es dafür ordentlich was. Slacks nochmal haben wir schon. Das heißt, die können wir schon ohne Probleme einfach abziehen. Und Jacket. Okay. Nicht schlecht. Ja, okay, das Attributsystem ist jetzt nicht sonderlich kompliziert. Ah, wir werden noch sehen. Ich möchte auf jeden Fall mal in den Laden schauen. Da gibt es sicherlich... Oh, ich habe vorhin nicht reingeschaut. Densetsu no Sudaton. Legendäres Sudaton. Okay. Ah. Cool. Brauche ich jetzt gerade nicht, aber cool. Yay. Wir waren vorhin nicht in dem Laden, ne? Also, wir haben nur verkauft und nicht gekauft, so. Möchte ich natürlich, das kann ich natürlich nicht so stehen lassen, weil der könnte ja andere Dinge haben. T-Shirt Guide und Skirt Guide. Wieso habe ich so wenig Geld? Wieso habe ich so wenig Geld? Ich habe doch Dinge verkauft. I don't understand. Okay. Ich hatte vorhin mehr Geld, glaube ich. Also doch, ich habe mir... Ach so, ich habe vorhin alles ausgegeben, okay. Dammit. Na gut, dann halt nicht. Schauen wir trotzdem mal in die Läden rein, aber nur die auf dem Weg liegen, wenn ich nicht so viel Geld habe. Bom. Ich könnte auch mal in die Karte schauen, ne? Wo ist die Karte? Da, Map. Yep, hier, okay. Ah ja, Tatsache. Das sind dann die verschiedenen Areale. Und da hinten ist Mokra. Okay. Interesting. Da. Ja, so wirklich freie Bewegung oder sowas kann man nicht machen. Das war übrigens wieder mein Handy. Ich muss es anbehalten. Ich könnte einen wichtigen Anruf bekommen, deswegen muss ich das ja lassen. Was hast du denn? Du siehst mir nach einem Figurenladen aus. Du bist nicht derjenige, der davon verkauft hat. Oh, geil. Girl Striptism? Achso, okay. Mitsuhime. Man sieht es leider nicht, wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade. AKW-CD. Boostet eine bestimmte Sache in unmittelbarer Nähe. Cool. Random-based Booster. Wie auch immer. Dum, dum, da, dum, dum, da, da, dum. Ich frage mich, ob es hier auch, hoch, da wollte ich nicht hin. Ich laufe hier einfach weiter. So mein Mii. Da wollte ich nicht entlang. Ich muss da entlang. Kleiner Unterschied. Links oder rechts oder geradeaus, ne? Na. Halt, ich möchte eigentlich da rein. Gibt's hier das Scheimersen. Hier gibt's Kopfkleidung. Boah, ist die teuer. Wow. Gibt aber auch ordentlich was. Okay. Erfahrungsboosts. Alles mögliche an Boosts. Wow. Ich frage mich, wo ich dann neue Laufstile lernen kann, weil das fände ich schon ziemlich cool. Da gibt es sicherlich ein paar richtig schöne. Aber wenn ich dann nicht weiß, ob ich die dann tatsächlich dauerhaft machen möchte, weil... Naja, ne? Muss jetzt auch nicht sein. Ah, sehr schön. Woo, Mission Success.
おお、帰ったか。お疲れさん。闘技場どうだったよ。アントワネットはちょっと癖のあるやつだが、まあ悪いやつじゃねえ。今後ともよろしくしてやってくれ。で、話は変わるんだが、ジャンク通りになんか怪しいやつらがうろついてなかったか。余力があんなら雫ちゃんと一緒に見回ってきてほしいんだけどな。Aber nur, wenn ich auch ein bisschen was zu essen kriege. Wenn ich zurückkomme, werde ich aber so viel essen. Okay, lass uns das Ganze schnell erledigen, damit wir endlich was essen können. drei Beef-Ramen oder sowas, bitte. Dreimal das übliche mit ganz viel roter Ingwer. Hi, hi, Uketama desu. Denwa shite oku ne. Yay! Junk dori o mimawatte kimasu. Master, Katie-san, itte kimasu. Hi, hi. Oh, kiisukete na. Junk Street hat diese ganz dünnen, engen Straßen hinter der Bell Hall Assembly Hall. Da gibt's auf jeden Fall ein paar sehr, 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 sehr komische Typen. Okay. Wenn du das sagst. Dann kann ich mir wohl wieder einen Partner aussuchen, ne? Bam, bam. Achso, Toko ist ja weg, ne? Oh, schade. Na gut, dann nehmen wir halt mal Shizuku. Achso, die ist sowieso dabei. Von mir aus. Dann lass uns losgehen, ne? Keine Zeit hier zu verschwenden. So, jetzt kann ich aber dir die Kleidung ändern, ne? Kann ich noch nicht. Mano. Später wahrscheinlich erst. Nee. Na gut, von mir aus. Das macht er ab und zu, ne? Das ist eine Sache, die er ab und zu macht. Don't question it. Sorry, mir leid. Ich denke mal, man kann auch so laufen wie die alten, wie die ganzen Leute. Alten Leute. Ganzen Leute. So. Master ga itte ta ayashii yatsura tte ano hito tachi kana. Nagura, nani jiro jiro miten desu ka ne? Kenka utteru nara hikiniku ni shichimau zo kore. Kono kanji nagai mono ne. Gomen nasai. Taosu shika nai wa. Kein Problem. Du hast mich auf jeden Fall direkt hinter dir. Lass uns anfangen. Mann, man muss halt tun, was man tun muss, ne? Okay, Zeit, mein Training unter Beweis zu stellen. Okay, ich bin mal gespannt. Oh, es gibt einen Counter. Das ab und zu einfach passiert. Was? Manchmal, wenn man in der defensiven Stance ist und im richtigen Moment Dreieck, Kreis oder X drückt, dann macht man einen Counter-Attack. Okay. Dreieck, Kreis und X ist nur dafür da, zu entscheiden, wo man selber die Counter-Attack hin macht. Nicht um wirklich. Man muss nicht irgendwie hohe Attacken mit drei Kontern oder so irgendwas. Okay. Und manchmal kann man auch einen Counter-Strip ausführen. Cool. Okay. Ich dachte schon, dass die Counter-Attacks tatsächlich irgendwie zufallsbasiert sind. Nee. Wenn man gut ist, dann kann man die auch tatsächlich absichtlich machen. Huch. Ich will immer noch wissen, wie ich abwehre, weil ich das absolut nicht mehr weiß. Ah, fuck.
Moment. Defensive Stance. Achso, die haben einen Helm. Wieso? Wieso greife ich die am Kopf an? Das klingt absolut nach der falschen Stelle zum Angreifen. Ich kann offenbar auch verschiedene Dinge im Kampf machen, ne? Ah, okay. Ah, Hilfe! Aua! Okay, dankeschön. Und der nächste. Und da, fuck, ich hab's verkackt. Okay, der hat doch ein bisschen zu viel Verteidigung, ne? Hab ja auch noch beinahe nicht drauf. Ah, sehr schön. Und nächster. Oh Gott, ich kann da voll nicht reden, das wird zu laut. Nächster. Dein Stemm ist auch eine ziemlich coole Waffe, ne? Wollte ich jetzt nochmal so sagen. Ah, sehr schön, sehr schön. Nehmen wir mal noch das ganze Zeug auf, was hier liegt. Ah, verdammt. Ja, kann man wahrscheinlich gleich noch aufnehmen. Sorry, wenn ich ein bisschen wirr rede im Kampf. Das ist manchmal echt laut. Im Vergleich zum Rest. Das muss ich mal im Video noch anschauen, was ich dann dagegen mache. Ich habe gehofft, hier liegt noch Zeug rum von dem Kampf gerade eben, aber offenbar nicht. Nee. Tatsächlich liegt da noch Zeug rum. Ich dachte, das wäre kein Item. Oh Gott, hier muss man ganz schön ein gutes Auge haben. Na gut, na gut. Weiter geht's. Dam, 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 dam. So rum. Okay. Ich schätze mal, der nächste Kampf kommt dann auch wieder, wenn wir irgendwo hinten sind. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Meine ich mich zu erinnern. Oh, cool. Können wir auch natürlich ein Foto machen, ne? Aber eins von vorne. Lass mich hier mal... Oh, sorry, tut mir leid. Nein. Nein, ich hab's verkackt. Verdammt. Okay. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, das war's dann soweit für heute. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls ihr gefallen, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinem anderen Space. Ciao, Leute.